kannst dich, wenn du möchtest, ganz bewusst mit Erzengel Michael, mit seiner Energie verbinden. Mit seiner Energie, mit deiner Herzenergie, dem Kopf, dem Verstand. Den lassen wir mal auf der Seite und gehen einfach mit dem Herz und geben uns ganz unserem Herz hin. Unserem Herz und der Energie von Erzengel Michael. Ich, Erzengel Michael, ich habe die Wahrheit in Liebe getragen. Ich habe das Wissen der Planeten, der Sterne, des gesamten Universums, die ganze Energie erfahren. Ein Teil davon zu sein, ist eine klare Energie, sich dem bewusst wiederzufinden, in Vereinigung mit der Materie, mit dem Licht, mit der Weichheit der Seele, das Wissen, dass der eigene Zugang weich und sanft ist, dass die Energie jetzt in dieser Zeit noch weicher und noch sanfter erscheinen wird. Es gibt Energien, die sich wie so ineinander verwirbeln, sich nicht mehr auseinanderhalten können. Dinge, die keine Kraft mehr haben. Diese Wirbel werden sich immer mehr auflösen. Es wird leichter und freier sein. Und so kommt die Energie im Gesamten wieder mehr in eine Ruhe oder in so ein Gleichgewicht. Das Leben als Mensch, das Leben auf der Erde, die Ganzheit noch tiefer zuzulassen, das ist der Weg, der dich dahin führt, wo du dich selbst noch klarer und freier befürwortest, die Energie, die dir Halt gibt. Ich, Erzengel Michael, erkenne den Menschen aus meiner Sicht als ein Teil einer wie so auch einer verwobenen Energie, der Körper, der Geist, die Seele, das eigene Leben, die Gedanken, das Wissen oder auch das Gelernte. Es sind verschiedene Theorien, Weltanschauungen, sind verschiedene Ansichten. Und jeder denkt, seine Wahrheit sei die absolute. Ich erinnere den Mensch und seine eigene Verbindung zur Ganzheit. Da, wo dieser Raum wo man wie über diesen Raum herausschauen kann. Und wenn du diesen Raum verlässt, in dem du dich jetzt befindest, hast du die Möglichkeit, die Sichtweise neu zu erfahren. Und in diesem Moment erkennst du die Wahrheit in dir selbst. Es gibt sie nicht. Es gibt sie nicht auf dieser Ebene, in der du dich jetzt befindest.
Es gibt sie nicht auf einer anderen Ebene. Es wirkt immer in einer Form von Verletzlichkeit. Es wirkt über die eigene Erinnerung und daraus entsteht die Wahrheit, die jeder, die jede anders wahrnimmt. Das, was du um dich herum wahrnimmst, befindet sich zugleich in dir. Und das, was dich anspricht, ist etwas, das du in dir wahrnimmst. Das, was dich abschreckt, ist deine Energie, die du selbst in dir trägst, weil alles, was du wahrnimmst, was du erkennst, aus deiner Sichtweise erfahren wird. Tief in dir stärkt sich eine eigene Wahrheit. So mehr du diesen Raum, die Energie, die Kraft in dir stärkst, deine eigene Wahrheit, das Licht, der Glanz, das Reine, das, was du selbst bist, im tiefsten, reinsten Kern. Und in dieser Energie stehend, verliert sich die Frage, verliert sich der Gedanke, verliert sich die Angst, weil es einfach ist und gleichzeitig keine Deutung braucht. Da sagt ein Moment der Stille. In deiner Kraft, in deiner Energie stehend. In diesem Moment kannst du dich mit der Tiefe der Reinheit mit der innersten Wahrheit erfahren. In diesem Moment ist das eine Tiefe, ein Moment des Vertrauens. Und dieses Vertrauen, das ist so auch ganz tief wahrnehmbar. Es ist im Herz, im Bauch. Es ist nicht in den Gedanken, im Kopf. Und wenn du jetzt in dein Herzraum das Licht betrachtest und dich darüber freust, dann kannst du diesen Glanz spüren, wahrnehmen.
und in diesem Moment eins sein. Eins mit der Liebe, die du bist. Und ich nehme jetzt Erzengel Michael, die große Mutter, wahr. Und sie sagt, diese tiefe Erinnerung reinigt oder klärt dein Herz. Ich bedanke mich auch bei dir für dein Licht, für dein Strahlen, für deine Kraft und für dein Vertrauen. Alles Liebe.